Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell-Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage überfordert fühlen. Boot AI ist der Ansprechpartner rund um das Thema künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistungen, Prozessautomatisierung und vielem mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mild und Extra Stark. Bei mir ist wieder Michael. Hallo Michael. Hallo. Wir haben uns zurückgezogen in unser Loft. Hier ist es deutlich kühler als draußen mit, keine Ahnung, gefühlten 40 Grad. Mindestens. Also, wir sind auch so ein bisschen durch den Wind. Ein bisschen belämmert. Mal gucken, ob sich das auf unsere Zitatinterpretation heute auswirkt. Ja, und ich weiß, du hast ein sehr sportliches Zitat ausgewählt, was abgelesen werden muss. Ja, ich werde dann jetzt mal genau meine Augen auf den Monitor richten, das ablesen. Und genau, wir wollen uns und unsere Zuhörer einfach ja auch mal ein bisschen herausfordern und mal schauen, was wir dazu fabrizieren können. Ich bin gespannt. Ich lese ab. Genau. Also, Wurzeln, die tief in die Erde reichen, berührt der Frost nicht. Also mal kurz sacken lassen, dann wiederhole ich es natürlich wie immer gerne. Ich kann auch schon mal sagen, von wem es ist. Es ist nämlich von Tolkien. Cool, ne? Wer ist Tolkien? Tolkien, ich meine, ich weiß nicht, ob man es noch sagen muss, aber ich glaube, jeder hat schon mal Herr der Ringe gesehen, gehört, gelesen. Absolut. Hobbit. Und vieles andere aus der, wie heißt das, Mittelerde. Ja, dann liest ja, mal vor. Genau, ich wusste gar nicht, dass der auch Zitate, also ich meine, gut, vielleicht kommt es in irgendeiner Literatur bei ihm vor. Ich lese nochmal vor. Absolut. Wurzeln, die tief in die Erde reichen, berührt der Frost nicht. Mhm. Ich mag ja, ich meine, man kann es natürlich ein bisschen so esoterisch sehen, aber ich finde einfach so diese Natur... Bilder einfach immer ganz cool, ne? Wie ja. Auch wie das andere mit dem Strom und der Quelle. Aber jetzt hier ist wieder, also auch so, ne, ist ein schönes, finde ich, ist ein schönes Bild, wenn man sich so anschaut. Ne? Also die tief in die Erde reichenden Wurzeln, ne? Und dann kommt dieser böse Frost. aber der Frost kann der Pflanze oder dem Baum oder was, von was wir auch immer ausgehen, kann dem nichts anhaben, weil die Wurzeln einfach so tief sind, widerstandsfähig, dass da nichts passieren kann. Hat auch was mit Stärke zu tun natürlich. Ne? Mhm. Also eine Pflanze oder ein Baum mit starken Wurzeln, ne? Das ist natürlich auch so die Verwurzelung im Leben selbst zum einen. Es ist natürlich auch diese Schädigung durch den Frost oder anderen Einflüssen. Ja, genau. Denke ich einfach. Schule. Hat Schule, Bildung, sind wir wieder beim Thema. Genau. Vor allen Dingen auch so mit der eigenen Persönlichkeit finde ich das ganz interessant, das Zitat einfach zu sagen, egal in dem, was du tust, deine Wurzeln auszubilden. Ja? Also, dass du so deiner Passion nachgehst, den Dingen, für die du brennst, die du leidenschaftlich gern machst. Ja? Also, dass man das wieder mehr so zentriert
und so das vielleicht auch der Nährboden ist, in den du deine Wurzeln ausstrecken, entfalten kannst. Man spricht ja auch oft so von Erdung. Ne? Das ist so dieses, das finde ich eigentlich auch ganz cool, auch wenn es auch ein bisschen ESO-mäßig ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, Erdung, man braucht Erdung. Und dann kannst du auch mit dieser Erdung, mit diesen tiefen Wurzeln, dann kannst du auch die Pflanze, den Kopf in den Himmel, in die Sonne, keine Ahnung, der kann dann spacen, gute Ideen generieren, was auch immer. Aber die Füße oder die Wurzeln, die müssen halt tief in die Erde reichen, um zentriert zu sein, um eine gewisse Standhaftigkeit ne, und Ausdauer auch so zu haben. Ne? Was erdet dich? Ja, was erdet mich? Also, es sind natürlich verschiedene Sachen. Ne? Also Partnerschaft ist für mich so eine Erdung. Ne? Aber auch tatsächlich, interessanterweise, passend zu dem Bild, bin ich ja, wie du weißt, ja auch ein Gartenmensch. Ne? Also wenn ich dann so... Du hast viel mit Wurzeln zu tun. Genau, ich habe viel mit Wurzeln zu tun. Manche mag ich, manche müssen leider weichen. Egal wie tief die sind. Aber das ist wirklich was, was... Also ich bin ja auch so, ich glaube, das teilen wir beide. Ich mag ja einfach auch so die Kontraste und auch so die Mischung aus digitalem Leben und auch analogen, also auch sprich auch naturbezogenem Leben. Und wenn ich dann den ganzen Tag auf den Bildschirm schaue, was mir auch sehr viel Spaß macht, aber immer mal zwischendurch auch wieder raus und dann auch gerade jetzt mal so abends im Garten ein bisschen gießen, ein bisschen Unkraut zupfen, ein bisschen gucken, wie das Gemüse und die Rosen so gedeihen. Also das erdet mich total und auch wirklich tatsächlich mit den Händen ein bisschen in der Erde wühlen und so, da so auch den Kontakt so aufnehmen. Das ist eine super Erdung. Und ansonsten, weißt du ja, mache ich auch so die ein oder anderen Techniken einfach, ne? Also auch ob es jetzt Meditationen sind, die ich auch als sehr wichtig, wertvoll und sehr erdend empfinde, einfach um, also so in der Art und Weise, wie ich jetzt persönlich meditiere, ist es im Grunde, ob ich auf Atem oder auf eine Imagination oder Visualisierung oder was auch immer gehe, ist es vor allem auch der Aspekt der Zentrierung, der mich jetzt auch so, wie soll ich sagen, interessiert daran, also auch der erdende Aspekt, weil einfach so viel, oft so viel, oder ich bin auch ein Geist, der oft so, also früher hätten sie mich wahrscheinlich ADHS diagnostiziert, der einfach auch immer so überall und nirgends gleichzeitig immer viel Input aufnimmt und dementsprechend auch teilweise wirre Gedankengänge hat. Und da kann man dann schön wieder einfach so mal nochmal aus 1000 Gedanken einen Gedanken machen. Oder keinen. Oder keinen, wenn es gelingt. Und also das erdet mich total. Was ja auch interessant ist, das stelle ich auch bei mir fest und ich glaube, das wird auch jeder unserer Zuhörer feststellen, dass die Erdung im Analogen stattfindet. Also ich habe zumindest noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, immer wenn ich im Facebook-Newsstream bin, ja, fühle ich mich geerdet. Vielleicht ist es für jemanden, der durchaus auch eine Sucht hat, also der ohne Facebook nicht kann, diese Erdung vielleicht dort empfindet. Die Frage ist, ist es wirklich, ist es echt, ist es real, ist es wirklich eine Erdung? Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich bin viel digital unterwegs und muss mindestens genauso viel auch analog unterwegs sein. Ja. Ja, also bei dir läuft es ähnlich, ne? Was sind bei dir so die Erdungshacks? Die Erdungshacks, also momentan sind es eigentlich so Tagesroutinen, die aus Meditation. Ich habe so ein cooles Meditationskissen mir zugelegt, empfohlen von Florian Schild. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß nochmal. Können wir auch in die Shownotes packen. Das ist also ein riesengroßes Kissen, ich glaube 50x70. Und dann hast du nochmal so ein kleineres Kissen, sodass du da durchaus auch 2 Stunden verbringen kannst. Ja. Also das ist sehr cool. Dann so Dankbarkeitstagebuch führen tatsächlich und ein Reflexionstagebuch, wobei das eins ist. Also sich Dinge bewusst zu machen, den Tag betreffend, also nicht immer die gleichen Dinge runterzubeten, sodass sie dann auch ihre Wirksamkeit verlieren, sondern wirklich den Tag zu reflektieren und zu sagen, okay, was lief gut, was lief nicht gut, aber auch wofür bin ich dankbar. Das finde ich extrem wichtig. Und dann so halt auch so der Kosmos da drumrum. Also
arbeiten zu können dort, wo ich will, ja, also in der Natur zu sein, ja, in der Freizeit auch mit unseren Pferden zu tun zu haben, ja, oder mit meiner Frau und meinem Sohn zu interagieren natürlich. Also das sind, also gerade die Partnerschaft, wie du auch gesagt hast, oder auch Kinder, unglaubliche Erdung. Ja. Und das auch immer wieder in das Zentrum des Tages zu rücken. Ja? Also zu sagen, okay, jetzt bin ich on the job, ja, und jetzt ist das wichtig, aber dann auch zu sagen, okay, das Thema ist durch und dann wirklich auch zu fokussieren und das finde ich extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass wenn das gelingt, früher vielleicht Work-Life-Balance genannt, dann sind das die Wurzeln, die du im Analogen bildest, ja, die dir dann im meinetwegen digitalen oder überhaupt in deinem Job, genau, ja, helfen können. Ja. Also ich glaube, gerade Persönlichkeitsentwicklungsthemen, das ist ja das, was jetzt so auch Generation Y so ganz intensiv als Teil des Lebens erachtet. Ja? Also die lesen die Bücher, die gehen auf Seminare, das ist Wahnsinn, das ist ein richtiger Trend oder ein so richtiger Hype momentan. Ich denke, dass das, ich würde es mir als Schulfach wünschen. Ja, ja, absolut. Ja, und dass das extrem wichtig ist, um eine Grundlage zu schaffen. Total. Also es kriegt auch, ich finde es schön, dass es so einen anderen Drive kriegt und nicht mehr so in der, ne, weil ich merke es wie bei mir im Kopf, ich denke dann immer, ach, die Leute denken, ich wäre dann so ein Freak oder so ESO-mäßig, aber die Zeiten sind tatsächlich, kommt natürlich immer auf die Perspektive an, wer. Es gibt immer noch auch bestimmt eine Menge Menschen, die das so verbinden halt, aber dass es auch ganz vernünftige Gründe gibt dafür und dass man da auch im Business und weiterkommt, mehr Erfolg haben kann, wie auch immer man an die Dinge anwendet. Ne? Mhm. Also Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich jetzt ein Riesenfeld, ne? Aber das finde ich total schön, dass es auch, ne, du hast mich ja auch hier und da mal so auf so, auch ob es jetzt ein Podcast oder so ist, aufmerksam gemacht und zu sehen, ey, da sind jetzt Leute, da kommen Leute nach, die, für die ist das ganz selbstverständlich, sich damit auseinander, und die stellen das gar nicht jetzt so in Frage als irgendwas, was vielleicht, ne, irgendwie uncool oder keine Ahnung oder irgendwie weich, ne? Das ist ja auch immer so, ne? Das ist so, diese alte Schule denkt ja immer noch, das wäre dann so irgendwie was Verweichlichendes, wenn ich jetzt meditiere oder so, aber wie viel, du hast, glaube ich, mal gesagt, ne, dass eigentlich alle oder viele Menschen, die erfolgreich sind, eigentlich, ne, meditieren. Ne? Von vielen weiß man es vielleicht gar viele nicht. Viele spirituell, ne, unterwegs, ja, sind oder auch im Buddhismus ihren, ja, Glauben finden. Ja. Und ja, das ist so der gemeinsame Nenner, diese Zentrierung auf das eigene Ich wieder. Ja? Also damit ist nicht gemeint, egoistisch durchs Leben zu gehen, ja, sondern wirklich wieder zu sich zu gehen. Ja, ja. Und das unterscheidet für mich ehrlich gesagt auch so diese esoterische Richtung, andere zu überzeugen. Ja, 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 ja. Das findet man ja auch gerne in veganer Ernährung, ja, die militanten Veganer, klar, wo es dann mühsam wird. Aber ich glaube, wenn man das für sich entscheidet und auch akzeptieren kann, dass dann ein anderer halt nicht Veganer ist oder nicht Vegetarier ist oder nicht meditiert, dann ist das auch in Ordnung. Ja, absolut, also Toleranz, also. Und immer, wenn so dieser alleinige Wahrheitsanspruch kommt und was auch immer, wird es natürlich immer schwierig. Und am Ende muss man halt schauen, wie man für sich seine Wurzeln halt frostfest macht. Frostsicher. Ja. Frostschutzmittel trinken. Und nein, also ich finde es super cool und ich finde auch nochmal diesen Aspekt cool, dass da jetzt, dass man auf zumindest den Eindruck gewinnt, dass das nachfolgende, natürlich werden die sich auch wieder unterscheiden, aber du sagtest Generation Y, dass da ja auf jeden Fall auch verbunden ist nochmal eine andere, also vielleicht auch eine Veränderung in der Werte Skala, dass man sagt, nee, klar will ich Erfolg haben, klar will ich auch einen coolen Job und coole Projekte machen, aber mir ist auch wichtig, wer bin ich eigentlich, wie entwickle ich mich und ne, ich will Zeit mit meiner Familie verbringen und was ist auch vielleicht über, weil das ist ja auch immer so ein Aspekt, ne? Das betrifft ja dann nicht nur die einzelne Pflanze, sondern auch, da sind ja noch ganz viele andere Pflanzen auf der Wiese, ne? Und im Garten und was, ne? Was ist mit der Umwelt, ne? Wie wollen wir eigentlich hier mit unserem Planeten umgehen? Also da kommen auch wieder Fragen so in den Fokus, die so auch übers eigene, früher hat man immer so dieses, du sagst es auch, Ego und so Ellbogengesellschaft. Wenn das so ein bisschen so eine Auflösung erfährt, das fände ich irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst, da muss man auch, glaube ich, kein Hippie für sein, um zu sehen, dass ansonsten wir uns hier, also wir mit unseren Ressourcen dann irgendwann einfach am Ende sind und dann ist, ne, also wenn du jetzt wirklich überlegst, ich mache jetzt nochmal eine große Grätsche, aber wenn du jetzt überlegst, dass auf einmal wieder
in den USA in Frage gestellt wird, ob überhaupt Klimawandel stattfindet oder so. Ne? Das ist dann so die andere Entwicklung, wo ich immer denke, so, okay, ne? Also wir haben ja auch so eine Gleichzeitigkeit von das finde ich heute auch so interessant, teilweise herrscht Mittelalter, aber wir haben dann halt so eine Megatechnologie und das geht alles so durcheinander. Also diese Vielfalt ist halt auch so teilweise irrsinnig. Ne? Ich glaube auch, es ist, glaube ich, immer entscheidend, wer die Treiber sind. Ja? Also wer denkt da über den Klimawandel nach? Welche Generation ist das eigentlich? Ja. Weil das, was du gerade angesprochen hast, das Thema Wertewandel auch, ja, würde ich zum Beispiel sagen, vielleicht vor 10 Jahren war Erfolg gleichgesetzt mit Karriere. Mhm. Ja. Heute würde ich Erfolg gleichsetzen mit Erfüllung zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ja. Ich habe heute mit einem jungen Mann telefoniert, 18 Jahre, ja, und der ist erfüllt. Ja. Cool. Der ist nicht Vorstand, ja, aber der macht das, was er liebt. Ja, und der bildet sich halt in seiner Bubble weiter, ja, aber er wächst, ja. Und super. Ich glaube einfach, dass dieses Wurzelbilden den Wachstum ermöglicht, aber auch die Connection. Also es gibt ja diese Untersuchung im Wald, ja, dass die Bäume miteinander verbunden sind. Kommunizieren auch. Ja. Und dass zum Beispiel so ein abgeschnittener Baum, dieser Baumstumpf tatsächlich am Leben erhalten wird, ja, oder dass Bäume auch um Hilfe schreien, die Tierwelt hinzuzufügen, wenn sie irgendwie befallen sind, ja, und über irgendwelche Duftstoffe und so weiter. Also ich glaube, wenn wir begreifen als Menschen wenn wir diese Verbundenheit begreifen und begreifen, dass auch wenn wir keine physischen Wurzeln haben, dass vielleicht, um es einfach auch mit unserem Bewusstsein verstehbar zu machen, diese Verbundenheit fühlen, ja, zu unseren Mitmenschen, zu den Menschen, die wir lieben, mit denen wir arbeiten, ja, dass wenn wir das verstehen könnten oder noch besser verstehen könnten, ich glaube, dann wäre schon viel geschafft, um ein gemeinsames Wachsen zu unterstützen. Ja. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen unsere Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Ich habe gerade den Gedanken gehabt, wie ist das denn bei dir so, weil Wurzeln und so, da assoziiert man ja vielleicht auch schnell sowas wie Heimat und, ne, also so, wo ich zu Hause bin und da sind meine Wurzeln. Hast du sowas eigentlich? Wie ist das bei dir? Weil bei mir ist es ehrlich gesagt ja nie, ne, ich bin nicht jetzt so der Heimat, also so, ich habe das Heimatgefühl, kann ich nicht so leicht so empfinden, aber hast du das? Ich glaube, das ist eine Definition, ich glaube, so eine alte Definition von Heimat ist Sesshaftigkeit. Ja? Also wenn du einen Wanderzirkus betreibst, dann gibt es halt diesen Ort der Heimat nicht. Wenn du mit einem digitalen Nomaden sprichst, ja, dann kann der dir 10 Heimaten aufzeigen, wo er sagt, das sind die geilsten Plätze der Welt und da fühle ich mich einfach wohl. Und ich glaube, dieses Wurzelgebilde ist vielleicht ein schönes Bild, um zu verstehen, wie das vielleicht mit einem Baum funktioniert, warum der so stark werden kann. Ja? Aber ich glaube, vom Verständnis her ist es vielleicht eher auf so einer spirituellen Ebene, auf so einer anderen Ebene zu verstehen, dass dort, wo du dich wohlfühlst, wo du die Erfüllung findest, das ist deine Heimat. Ja, ich habe zum Beispiel eher ja so Heimatgefühle, also wirklich auch gar nicht örtlich bezogen, sondern, also ich sag mal, es gibt so die,
Also ich habe zum Beispiel das eine oder andere Kleidungsstück, so eine, diese eine Jacke, immer wenn ich die anhabe, das ist dann für mich Heimat, verstehst du? Ja, ja. So, da habe ich, oder so bestimmte, tatsächlich auch von so ganz banal, wenn ich so, es gibt so bestimmte Sachen wie jetzt ein Tatort oder eine Sportschau, die ich schon seit, da bin ich einfach so mit groß geworden. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich so ein Heimatgefühl auf einmal, ne? So ganz merkwürdig, also gar nicht mehr ortsbezogen, sondern eher ein Gefühl, was dann halt so, ne, ortsunabhängig entsteht. Ne, aber die durch ihre Kontinuität und dich immer wieder umgebend einfach diese Nähe zu dir herstellt. Das ist das, ne? Und auch verbunden mit einer Erinnerung vielleicht und so. Ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Menschen generell immer auch so schwierig mit Veränderungen umgehen können. Ja, weil wir eigentlich so den inneren Wunsch haben, ne, so unser Herz sehnt sich nach Heimat, nach Wiederholung, weil das ja Sicherheit bedeutet. Ja? Die Sportschau brauchst du dir jetzt nicht vorstellen, wie es wäre. Ist das jetzt eine gute Sendung oder nicht? Verschwende ich meine Zeit oder nicht? Und du weißt genau, was dich erwartet. Ja. Oder deine Jacke, die fühlt sich halt so an wie deine Jacke. Ja? Also das finde ich ganz, ganz interessant. Und und ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Typfrage. Ja? Klar. Also nicht jeder eignet sich zu einem digitalen Nomaden. Ja, das also, ob ich kannst halt nur machen, wenn du deine Jacke mitnehmen kannst. Musst du mitnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so in der, also jetzt so richtig konsequent auch überhaupt, also ob es für mich jetzt so erstrebenswert wäre. Ich bin da auch eher so eine, also empfinde da so eine Ambivalenz und sowohl als auch, also eine gewisse Base-Orientierung und Sesshaftigkeit, aber auch gerne, also so öftere Ausflüge mit dem Shuttle dürfen es dann mal sein, ruhig in ferne Welten, aber also das ist ganz, ganz interessant und wie du schon sagtest, eine echte Typfrage, aber und Veränderung kann ja auch in anderer Art und Weise, ne, jetzt in Lebensumständen oder wie auch immer, ne, also auch wie man damit umgeht, ob man jetzt die, wie wir ja auch immer mal wieder gerne sagen, ob man dann die Welle, die eh kommt, also ob du die jetzt surfst halt, ne, oder ob du nicht schnell genug wegkommst und in diesen Waschmaschineneffekt kommt und dich dann erfasst, ne, oder ob du versuchst, vor der Welle her dich sozusagen von ihr treiben lässt. Also das finde ich auch immer so ganz interessant. Im Grunde können wir ja Veränderungen nicht entgehen, also gewisser Weise. Und dann ist es ja eine Frage wieder, wie? Ne? Jetzt komme ich doch wieder auf Digitalisierung. Ne? Die Frage ist ja dann oft nicht, ob, sondern wie wir mit den Veränderungen umgehen. So, ne? Und wann es uns trifft. Ne? Ja, genau, genau. Also ich glaube, auch wenn man sich dagegen verschießt. Aber ich glaube, man wäre gut gewappnet. Ja? Man wäre gut gewappnet und hätte das beste Board für die Welle, wenn man sich einfach darüber im Klaren ist, was brauchen meine Wurzeln zum Wachsen. Ja? Also wenn du weißt, Sportschau, Tatort und Jacke geben mir das Wohlfühlen oder dieses sich mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigen oder Meditation oder solche Sachen. Also ich glaube, viele sind sich vielleicht auch nicht bewusst, was ihnen gut tut. Oder dadurch, dass sie sich vielleicht mit den Themen nicht beschäftigen, fehlt ihnen ein Stück weit vielleicht auch der Zugang zu zum Beispiel Meditation. So ging es mir. Ja, ich hatte den Zugang dazu nicht. Es begegnete mir irgendwann, dann immer wieder. Dann stellte ich fest, oh krass, okay. Es kommt auch darauf an, wie, also genau, wo begegnet es dir und wie wird es einem auch so näher gebracht. Ne? Also ein bisschen zu den Personen, die das dann sind, kenne ich so. Vertrauen. Ne? Vertrauen und was verbindet man damit. Und ich weiß auch ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin zum Beispiel auch jemand, gerade so euphorische Charaktere, die dann sind, ey, der ist voll super und da musst du unbedingt, dann komischerweise entsteht dann bei mir eher so ein Reflex zurückzuweichen und erstmal zu denken, oh nee, so, ne, ich mag es eigentlich auch, wenn ich selber ein bisschen ein Stück weit erstmal so entdecken kann, ne, und es mir nicht so um die Ohren gehauen wird, quasi. Klar, so gute Tipps von jemandem, dem man vertraut, sind auch, dann denkt man mal, okay, das gucke ich mir mal an, wenn der, ist ein Urteil, was ich ernst nehme, das gucke ich mir mal an, aber ist dann auch, genau, die Zugänge sind wirklich so entscheidend und das fand ich gerade auch super, was du gesagt hast. Bestimmte Dinge, die kommen, begegnen einem dann so oft wieder oder man richtet irgendwas in einem ist dann doch so ausgerichtet, dass es darauf reagiert,
dass man dann irgendwann denkt, okay, jetzt ist aber, jetzt gucke ich mir, ob ich jetzt gucke ich es mir aber doch mal so genauer an, ne, was das so. Mhm. Und ich meine, jetzt gerade mit den Meditationen, das wirst du ja dann auch gemerkt haben, ist halt schon auch eine, man muss dann halt auch echt aufpassen, finde ich, dass man sich nicht überfordert, und weil sonst ist man schnell abgeturnt und muss es sich langsam so ein bisschen so erarbeiten, weil es schon eine Disziplin auch, aber auch so, ne, so dann einfach so, das ist ja so gerade die Kunst, dann auch mit sich selber dann auch sich einlässt, ja, und nicht jetzt wieder auf ich muss jetzt 2 oder 3 Stunden und irgendwie so, ich will wieder den quantitativen Rekord für mich brechen. Heute schaffe ich noch länger, weil das ist bei keiner Sache so, finde ich, so klar wie beim Meditieren, dass die Dauer nicht unbedingt darüber entscheidet, wie intensiv oder wie hilfreich die Meditation war. Ne? Ja, also ich glaube auch, es ist sich darauf einlassen können, und das betrifft eigentlich alle Bereiche des Lebens. Mhm. Also ob das jetzt neue Technologien sind, ob das Meditation ist, ob das die eigene persönliche Entwicklung ist. Ich glaube, den Schritt zu gehen, sich selbst einzugestehen, dass lebenslanges Lernen ein Thema ist, dass Wachstum nie endet. Ja? Also nicht Wachstum in eine Richtung, sondern eher Wachstum in die Breite. Ja? Also so ist auch sein assoziatives Wissensnetz im Kopf immer weiter zu spinnen, zu verflechten, übereinander zu legen mit anderen Menschen. Ja. Ja? Und nicht so sehr die Bestätigung zu suchen im Außen, dass man so, wie man ist, okay ist. Mhm. Ja? Also am besten niemanden wünschen, bleib, wie du bist, sondern jemanden wirklich zu wünschen, entwickel dich weiter. Ich würde sogar sagen, der Kern ist okay. Also im Kern ist man immer okay. Jeder ist okay. Aber trotzdem, ne, so entwicklungsfreudig einfach auch so zu bleiben. Ne? Ja. Also das in jedem Fall. Und weil ich habe gerade noch mal gedacht in dem Zitat, was ist denn jetzt der Frost? Ne? Was kann denn jetzt der Frost sein? Wir haben vorhin schon mal so gesagt, Schule oder so. Ne? Aber es gibt halt Einflüsse, ne? Einflüsse, die, wenn die Wurzeln nicht tief genug sind, die ja dann in dem Bild, die ja dann schädigend wirken oder die dafür sorgen, dass du dich nicht entfaltest, ne? Oder so wächst. Ich denke auch, also bin ich absolut deiner Meinung, ich denke auch, dieses falsche Glaubenssätze sind Frost. Ja? Mhm. Also wenn ich mir überlege, wenn ich an meine Wurzeln runtergucke und feststelle, okay, so 2, 3 haben sich gebildet, ist fein, ja, es steht, ja, das Bäumchen steht, und dann kommt der nächste Sturm und dann steht nichts mehr, weil die Ausprägung fehlt. Also diese, das meinte ich mit so Bestätigung suchen, dass man sagt, hey, ich bin jetzt ja ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten unterwegs und habe genug Lebenserfahrung, habe wahnsinnig viel ausprobiert und ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen, um mir selbst, das ist ja letztendlich nur die Stimme in mir selbst, zu sagen, du bist toll, ja. Dass das ein Teil eine Rolle spielt, ist klar, aber dann die Bereitschaft zu haben, aufzumachen und zu sagen, hey, die Wurzeln können sich auch gerne noch breiter entwickeln und sich mit anderen Bäumen oder Pflanzen oder im Idealfall Menschen vernetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis des Miteinanders. Nee, das ist ein schöner Aspekt. Da fällt mir jetzt, kriege ich so ein Bild rein zu, weil Pilze sind ja auch so organisiert. Ne? Das Myzel ist ja unterirdisch und die sind ja wirklich alle connected untereinander. Also es ist ein Riesengeflecht und ne, oben poppen dann so diese kleinen Dinger raus, so aus der Erde, so ne, als einzelne Individuen, aber unten drunter sind halt alle miteinander connected und verbunden. Ne? Mhm. Ja, nee, also ich sehe es genauso und das ist, denke ich, erstrebenswert. Ich hatte gerade noch einen Gedanke, aber der ist jetzt von links nach rechts. So schnell, der war zu stark, da bin ich nicht hinterhergekommen. Ich glaube auch, gemeinsam ist man viel schöpferischer. Also so gesehen habe ich mir vorhin überlegt, als du das Zitat vorgelesen hast, im Grunde können die Zuhörer uns eigentlich wachsen hören. Ja? Also das kann jeder vielleicht bei sich selber entdecken. Also mir geht das so, du hast unter der Dusche die Idee. So, und wenn du mit dieser Idee nicht rausgehst und sie jemand anders erzählst und mit dieser Person darüber philosophierst, ja, oder du hast einen anderen spannenden Gedanken,
dann wird daraus immer mehr. Ja, ja, das ja, ist ja. unglaublich. Ja? Also das ist schön. Du kriegst eine andere Perspektive nochmal auf deine Idee, die du hattest. Ja? Und gemeinsam entwickelt sich das Thema weiter und verzweigt sich so und connectet sich. Ja? Diese Wissensnetze legen sich auf einmal übereinander, weil jeder so seine Lebenserfahrung mit einbringt oder auch seine Kompetenzen mit einbringt, dass daraus viel mehr werden kann. Und egal, ob man jetzt Festangestellter irgendwo ist, ja, oder auch in seinem Freundeskreis eng miteinander connected ist, ja, und damit meine ich jetzt nicht digital, sondern am Lagerfeuer, im Schwimmbad, wo auch immer, dass dann so unglaublich viel mehr geschaffen werden kann. Absolut, wenn diese Bereitschaft halt vorhanden ist. Ne? Also mit dir, wir sind da ja immer so ne, im Groove, deswegen haben wir auch irgendwann angefangen, weil wir gemerkt haben, wir haben da einen so einen kleinen Impuls und dann gedeiht da irgendwas raus. Ne? Und das setzt aber halt wirklich so diese Bereitschaft, denke ich, voraus, also zum einen auch offen zu sein, ne? zuzuhören, den Impuls des anderen auch aufzunehmen, den wirken zu lassen, wieder zurückzugeben. Und dann ist das schön. Und da fällt mir jetzt noch ein anderes Zitat ein, vielleicht können wir das mal machen. Nochmal als extra Folge, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Das ist ja auch so dieses, ne? Also zweimal Norm wird nicht das schaffen, was Michael und Norm schaffen würde. Und zweimal Michael natürlich auch nicht. Ne? Also aber die Connection, die Kombination aus den unterschiedlichen Perspektiven, Lebenserfahrungen, wie du sagst, da ist dann wieder was mehr ist als die Summe aus 1 plus 1. Ne? Also ist nicht nur 2, sondern... Ja, müsste man eigentlich im Leben eines Menschen viel früher etablieren. Also zu verstehen, dass es um ein Wir geht. Ja. Ja. Es gibt so ein geiles Plakat. Jetzt schlägt ja in mir auch so ein Designerherz. Mhm. Und es gibt so ein cooles Plakat. Da in der Fernwirkung liest du Wir. Und wenn du ganz nah rangehst, dann siehst du, dass das Wir aus Ich. Geschrieben ist. Interessant. Ja. Also eine coole Geschichte und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen. Also es ist nicht die Betrachtung der einzelnen Wurzel von uns selbst, sondern es ist die Konnektivität, es ist die Verbindung einfach zu anderen Menschen. Ja. Und jetzt gerade wieder in der Businesswelt geht es da ja auch, merkt man ja glücklicherweise, also jetzt auf jeden Fall auf Startup-Ebene geht es ja auch ein bisschen hin. Also da wird es klar, dass man nicht alleine oder in der Pyramide coole Projekte entwickeln kann, sondern auch nur mit der Freiheit und mit dem Miteinander und dem Aufnehmen von Impulsen und projektorientiert. Also das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Ist genau das Prinzip, ja. So eine Plattform, so Netzwerke, die sich bilden und Netzwerke bestehen halt mehr als nur eine Person aus mehreren Menschen. Ja. Absolut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir diese Episode zu. Wer hätte gedacht, dass wir nochmal so performen heute hier bei diesem Wetter? Cool, vor allem, wo wir wieder wo uns die Wurzeln hingetragen haben zu wachsen. Dafür ist halt auf jeden Fall keine frostige Stimmung notwendig, sondern ein warmes, herzliches Miteinander. Und vielleicht können wir dieses warme, herzliche Miteinander mal wieder in diesen Aufruf an euch da draußen schicken. Connectet euch mit uns auf sämtlichen Plattformen, die wir hier jetzt nicht nochmal aufzählen. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Adios. Ciao, Michael. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen freihaus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.